Liebe Freunde, heute trinken wir nicht. Die Opernsängerin bricht das Glas mit ihrer Stimme. Ach so, anders brechen, okay. Der erste nicht so gute Joke von dir. Und wir wollen dem Mythos mal auf den Grund gehen. Ich weiß, Marius hatte mal so ein Experimentvideo gemacht, aber Marius kann ja auch sehr viele Effekte. Das heißt, vielleicht ist es auch gefaked gewesen. Und wir gehen der Sache mal in Form einer Challenge auf den Grund und zeigen euch mal, ob wir mit unserer Stimme ihr das Glas zerbrechen kann. Aha. Ja, kann ja nicht so schwer sein. Soweit dann auch die dümmste Challenge auf YouTube. Ja. Willkommen auf Boolean Jam. Intro. Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. Ach, das war das falsche Intro. Das dümmste. Wir sind echt weit unten angekommen jetzt mit Ideen. Unten, ja. Wir haben natürlich auch einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und deshalb habe ich natürlich für dich auch eine entsprechende Schutzbrille vorbereitet. Oh Mann, ist das die neue Ray-Ban, oh, Digga? Du siehst aus wie so ein richtig dummer Potter. Ich muss gucken, dass ich in die falsche Richtung, in die richtige Richtung vom Glas häng. Kennst du den schon? Ding wieder dran. Spaß. So, tut mir leid, wollte ich nicht unterbrechen. Wir wollen erstmal diese Frequenz hören. Okay, das ist so hoch. Es wäre so lustig, wenn es einfach direkt funktioniert. Wir müssen doch viel lauter singen. Oh, hey, das war richtig. Oh, ich höre es, ich höre es. Das kann nicht so einfach sein. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass es explodiert und alle Scherben in meinen Mund fliegen. Ja. Boah, ich hab mich voll erschrocken. Alter. Das ging meine Zähne, hat so vibriert. Aber da kann ich nicht so laut singen. In deiner Show mit. Also hier, ne, by the way, Alex ist im Mai auf Tour. Wenn er das nicht macht, mach ich nur sowas. Wenn er das auf der Bühne nicht macht, dann ehrenlos. Also, das wäre aber schon geil, wenn du so die Bühne auf die Bühne gehst und machst. Da kommt der Vögel raus. Oh, klingt aber wieder. Also ich glaube, das ist wirklich das mit Abstand dümmste Video. Niemals! Was es jemals gibt. Fang doch mal tiefer an und geh dann hoch. Und dann, wenn es richtig vibriert, bleibst du da einfach. Oh, Alter! Geht nicht. Doch, lauter, lauter, hau raus! Ich hab nicht so viel Luft. Rauch weniger, Junge! Ich rauch gar nicht! Ich bin bereit, es funktioniert. Alter, das ist rausgesprungen. Aber das ist jetzt unser Indikator, ob es funktioniert oder nicht. Das ist ja schon mal gut. Ja, das ist mega gut. André kommt gerade und guckt, ob wir noch psychisch ganz in Ordnung sind. Ich krieg den Ton gar nicht. Ich glaube, bei dir geht's einfach so kaputt, wenn du ja. Ja, jetzt weiß man, wie bescheuert man sich da fühlt. Tiefer, tiefer, tiefer! Ja! Ne. Aber ich glaube, die sind zu dick, die Gläser. Das Röhre. Ja, ich glaube, die werden schon kaputt. Okay, ich mach einmal, ich raste richtig aus. Das geht doch nicht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Vielleicht müssen wir das Glas weiter hinten halten. Ja. Nicht. Alter, wie das Ding vibriert. Einfach stressig. Einfach stressig sind wir. Einfach stressig. Ich bin erschrocken. Gleich denken wir so weiter. Sollen wir gleichzeitig? Jetzt treffe ich ja die Frequenz nicht mehr richtig. Ja. Die Frequenz hat sich geändert. Okay, Vollgas. Was? Genau, was? Es war genau richtig. Ich sehe, das will brechen. Ich sehe das. Ja, ich sehe das. Brechen. Was brauchen wir? Mehr Lautstärke? Wahrscheinlich. Der richtige Ton ist es ja offensichtlich. Der ist richtig. Alter, das muss doch brechen! Vielleicht mit zwei Strohhalmen, ist besser. Nee, wirklich, man kommt sich unfassbar dumm vor. Ja, Alter, das Content für Einjährige, für Neugeborene hier. Ey, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, kannst du bitte einfach das Video schicken. Alter, das ist aber, guck mal, wie robust das ist. Ja, Alter, das ist ja, dick, das ist ja schon fast Metall, würde ich sagen. Als ob wir das nicht hinkriegen. Das ist halt auch die Frage, wie öfter wir es machen, vielleicht wird es innerlich stabiler. Ach so. Ja, krass, Alter. Das ist so der ganze. Weißt du, was aber, glaube ich, als erstes passiert? Dass mir das Trommelfell platzt. Eine Frequenz hast du getroffen. Nimm mal mein Glas, gib mal deins. Digga, das ist Panzerglas, Alter. Thomas, guck mal. Ja, das ist. Ja, Panzerglas. Das Panzerglas, das geht nicht kaputt. Thomas hat gesehen, dass wir hier Problematiken haben, was die Härte des Glases angeht. Deswegen. Das ist ja noch dicker. Oh.
Wir wollen ein Glas zum Platzen bringen. Oh, nee. Ja. Das ist so tief. Du kriegst keinen Lautstärke. Ja? Kannst vergessen. Ich kann nicht mehr. Boah, mir ist übel schwindelig geworden, Alter. Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Geht das gar nicht mehr? Boah, mir ist auch schlecht. Mir auch. Alter, ich hab voll Kopfweh jetzt von der Scheiße. Das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwie die... Die Gläser, die anderen hatten, waren viel dünner, glaub mir. Hier alles noch in Ordnung. Du hast den Stiel zersungen. Wir machen einfach so. Ah! Okay, ich versuche es auch nochmal. Keine Chance mehr. Ich habe keine Stimme mehr. Was machen wir denn, wenn wir es nicht schaffen? Oh mein Gott. Nee, deine Kopfhörer gehen, glaube ich, kaputt. Die sind... Okay, es hat auch nicht funktioniert. Dann ist es ein Mythos, offiziell. Nee, ich glaube, das ist einfach, weil die Stimme jetzt am Arsch ist, so langsam. Ja. Das ist halt mega krass nach. Das Ding vibriert übertrieben, ist krass. Du schreist viel höher. Das muss doch gehen. Ich finde nicht mal mehr die richtige Tonlage jetzt. Es wird immer schlimmer statt besser. Okay, komm, jetzt schaffen wir es. Mit Autotune vielleicht. Ich hätte noch eine Idee. Hast du noch eine Idee? So, wir haben Vince zur Verstärkung geholt mit einem Verstärker. Halt dir aber die Ohren zu. Ist jetzt schon nervig. Digga, das ist ja mega stressig. Was macht den Song? Oh. Ich wollte gerade mit der Frequenz runtergehen. Okay. Hast du wieder laut gemacht? Was? Mach mal lauter. Ja, ja, ja. Bisschen tiefer vielleicht? Oh. Okay, alle Ohren zu! Ey, da haben wir mehr erreicht mit unserer Stimme. Nee, hat auch nicht geklappt. Ich kann nicht mehr, Alter. Alex ist schon fast blau. Ja, das kannst du vergessen. Das geht einfach nicht. Der hat das ja auch immer ohne Strohhalm gemacht. Ich komm, glaube ich, gar nicht mal so hoch. Ja, war schon so hoch. Brech jetzt! Mach A. Geht gar nicht mehr. Tiefgekühlt? Man muss alles ausprobieren, Freunde. Vielleicht sind wir auch einfach zu dumm dafür. Okay, hol mal mehr auf. Oh, dann weiß ich ja nicht, wann ich richtig bin. Ja, das zu erlernen müssen. Vielleicht sollten wir weniger pusten, weil das die schwingen vielleicht wieder. Aber ich glaube, unsere Stimmen sind auch schon so rau geworden. Mhm. Die sind nicht mehr so klar. Irgendwann könntest du nur noch Hunde hören, was wir hier machen. Danach läuft's. Ich fühle mich schon wie Luciano Pavarotti. Wer? Gesundheit. Nö. Erinnerst du dich, dass das Kind das einfach so auf dem Tisch stehen hatte?
weil das ist schon kaputt und es will auch kaputt sein. Genau deshalb wird es jetzt platzen. Das war richtig krass. Nimm vielleicht ein bisschen Sicherheitsabstand. Und das vibriert gar nicht mehr. Ich erhänge mich. Haben wir nicht Stadtland Fluss gespielt? Bei mir auch. Wie laut das noch nachschwingt. Warum platzt es nicht einfach? Warum gibt das Glas nicht einfach auf? Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe doch auch aufgegeben. Warum gibt das Glas nicht auf? Das wird auch ein Horror zum Schneiden sein. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich eigentlich auch, glaube ich, niemals zur Welt gekommen. Du hast zum Beispiel auch was Kratziges in der Stimme, ja, ne? So was Leichtes, dass das vielleicht zu unklar schon, ja, ist. Das ist echt stabiles Glas. Wer bin ich und was will ich in diesem Leben? Wir können nicht mehr. Unsere Stimme ist weg. Ich komme aus der Zukunft, um euch zu warnen, dass das nicht funktioniert. Ich bin ein alter Mann. Wir haben schon wirklich viele schwere Sachen durchgestanden. Mexiko, Guantanamo, aber das übertrifft alles. Ja, guck mal, wir sind so lange dran, dass wir klingen wie alte Männer. Wir sind alte Männer wir inzwischen. Sind alte Männer. Wann haben wir angefangen damit? 10, 15 Jahre? Ja. Wir gehen nicht nur uns auf den Sack, sondern auch noch 56 Leuten, die hier gerade im Haus sind. Ich glaube, sind alle abgehauen. Ich glaube auch. Aber ey, auch wenn du es zerdrückst, das passiert nicht. Ich glaube, es wird immer robuster. Ich habe angefangen zu filmen. Gestern. Erinnere dich, Alex. Erinnere dich. Welches Jahr haben wir denn? Ich habe eine Frage. Frag. Zählt das unter Musik-Challenge? Ist auch so geil, dass wir neben einem Verstärker sitzen, wo der lauteste Ton gleich rauskommt. Yo, das war... Scheiße. Hey, ganz ehrlich, ich mache jetzt eine Abmoderation hier einfach. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist doch scheiße. Also, im stundenlangen Glas angeschrieben. Das kann keiner behaupten auf YouTube. Meine Stimme ist komplett am Arsch. Ich will gar nicht fragen, ob es euch gefallen hat. Das Video war scheiße. Aber ich muss halt irgendwas hochladen. Ich habe die Stimme gefickt. Damn it, Alter. Ah. Jetzt okay. Das war die schlimmste Tortur. Lieber starte ich zwei neue Hauptkanäle, als das nochmal zu machen, Alter. Ich meine es ernst. Wir haben auf jeden Fall Kristallweingläser hier am Start. Das heißt, daran kann es nicht liegen. Unsere Stimme ist 1A gewesen. Der Alex hat auch ein Video gedreht, das ein bisschen erfolgreicher war. Mann, Alter. Aber geht da drauf, weil das ist nicht so wack wie dieses hier. Und ja, Alex geht auf Tour und dort würde definitiv, jetzt würde ich mal sagen, keine Weingläser ansingen. Nein, Mann. Das würde ich dir abraten als Freund. So. Ich habe das alles durch. Noch ein Dubstep Ground probieren. Digga, ich will einfach nur Ruhe haben. Ich gehe jetzt irgendwie beten einfach oder so. In einem Kloster gehe ich jetzt. Ich werde ein Mönch, Alter. Stille. Zu klären. Einfach nur Ruhe haben. Meine Zeit ist gekommen. Dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da, wenn ihr sowas nie wieder sehen wollt. Ja, kann ja nicht so schwer sein.